Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im LS22 TF2 Projekt, also True Farming 2, zusammen mit dem Raphael. Servus! So, jetzt geht's hier richtig zur Sache. Sollen wir die auf den Boden drücken oder sowas? Nein, wir fragen doch jetzt erstmal. So. Ja. Warum läuft der jetzt weg? Weil er weiß, was hier abgeht. Ich glaube auch. Ich glaube, wir müssen die stoppen. Okay. Herr Fiedler! Herr Bergmann, hier ist 10 km/h. Ich glaube, den interessiert gar nichts. Ja. Herr Fiedler! Ich glaube, den interessiert nicht mal, dass deine Unterhose dreckig ist. Ach so. Meine oder seine? Seine! Ihre? Seine! Ach so, okay, jetzt. Herr Fiedler! Ja, bitte. Was machen Sie denn mit dem, was ist das für abgespacedes Gerät? Na, das ist mein Rasenmäher. Ah ja. Aus dem Jahr 2040, oder wo haben Sie denn her? Ja, der ist jetzt, also, mit dem fliege ich bald zurück in die Zukunft, wissen Sie? Oh, Herr Fiedler! Ja. Das ist aber, jetzt müssen wir mal Spaß beiseite, wir haben ein paar Fragen. Oh, ja. Herr Kolmleiten, komm jetzt mit, wir sollten in ein Büro gehen oder so, wo es ein bisschen ruhiger ist, gell? Okay, ja, warte, Moment, da habe ich eins. Folgen Sie mir unauffällig. Nein, Sie nicht weg! Nein. Langsam, Herr Fiedler, gell? Ja. Oh, haben Gott. Sie einen Blick? Wir wissen von Ihren dreckigen Geschäften mit den Herrn Bergmann. Gottes Willen, diese blöde Tür immer. Oh. Mach die Scheiße aus da draußen! Ich denke immer mit den Treppen da. Aber echt. Ruhe! Da, so, die Herren, nehmen Sie Platz. Oh. Ist aber netter Raum. So ein schönes Leder. Sieht aus wie die Casting Couch. Was für eine Casting Couch? Das frage ich mich aber auch gerade. Hier kennen Sie etwa die Casting Couch? Also, Herr Fiedler. Warum ja, wir hier sind. Sie werden jetzt erstmal als Zeuge belehrt von meinem netten Kollegen da. Oha. Los geht's. Ein Moment bitte. Ein Moment. Mei, das dauert schon wieder. So wie Sie da rumhusten, wir machen uns da nicht. Wir machen uns da jetzt gar nicht professionell, gell, Herr Kolmleiten. Es muss wie aus der Pistole geschossen muss das kommen. Ich hab. Ja. Nächstes Mal Entschuldigung, wollen Sie einen Kaffee? Nein, danke. Okay. Ja, wo hab ich's denn? Soll ich das übernehmen, oder ja, wie? Ja, bitte einmal. Okay. Herr Fiedler, Sie sind Zeuge im Strafverfahren gegen den Herrn Bürgermeister. Oh. Aber Stillschweigen bewahren, ja? Der darf nichts davon wissen. Der Bürgermeister? Ja, als Zeuge müssen Sie die Wahrheit sagen, ansonsten könnten Sie sich strafbar machen. Wenn Sie sich oder Ihre nächsten Angehörigen belasten würden, können Sie die Aussage verweigern. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ja, hab Sie verstanden. Okay. Ich erinnere Sie nochmal, Sie müssen die Wahrheit sagen. Ja, sicher. Ich habe jetzt noch keinen Beschluss, aber den kann ich anordnen, Herr Fiedler. Und dann nehme ich den Laden auseinander. Hallo. Immer mit der Ruhe, ganz ruhig. Also, wir haben eine Überweisung festgestellt. Eine Überweisung? Ja. Und zwar, eine nicht bestätigte Summe ist bei Ihnen eingegangen für einen Mähdrescher. Okay. Vom Bürgermeister. Vom Bürgermeister? Wo ist der Mähdrescher? Steht da vielleicht auch irgendwie bei, irgendwie Verwendungszweck für was, für einen? Da stand irgendwas mit Glas oder sowas. Ja, ich habe vorhin erst ein Glas ausgeliefert. An wen? Ja, an wen? Das kam mir sowieso schon komisch vor. Das war der, wo wir... Wir standen doch direkt vor ihm. Ach, der war das? Ja, richtig. Und den haben sie aus... Ja, wie ist das zustande gekommen? Weil, das haben sie ja überwiesen bekommen. Wie ist die Bestellung abgelaufen vom Bürgermeister aus? Also, wieso vom Bürgermeister aus? Ja, weil das vom Konto vom Bürgermeister kam. Ich dachte, das kam vom Rosenberg. Wie, das kam vom Rosenberg?
Horst. Also, Moment mal, Geldeingang habe ich jetzt erstmal, so kann ich jetzt erstmal nicht direkt bestätigen. Nein, da müsste ich nochmal in der Buchhaltung nachschauen. Was ich vielleicht aber ist ja auch erst rausgegangen, das ist ja, vielleicht kommt es ja noch an, gell? Aber wir haben definitiv die Konzerne, da haben wir eine Kopie. Ja. Senkst es. Ich gebe Ihnen das mal rüber. Geben Sie mal die Kopie. Senkst es auf dem Kontoauszug. Da, Überweisung von dem Konto. Von Breidenstein. Ja, genau. Genau, Breidenstein. Zu Ihnen. Ja, die Kontonummer stimmt auch, ja. Also die IBAN. Ja, doch, das passt. Das ist richtig. Wie gesagt, das ist aber noch nicht da. Wie gesagt, müsste ich in der Buchhaltung mal nachschauen. Ansonsten kann ich nur so sagen, der Stand. Vorhin irgendwann, ich war ja vorhin unterwegs beim Lauringer, der stand danach, als ich wieder zurückkam, stand er hier auf dem Hof, da war dann ein Lieferschein dran, dass der an den Herrn Rosenberg ausgeliefert werden soll. Aber mit erst, also der sollte halt eben erst hier hinkommen, aber ist für den Herrn Rosenberg. Und deswegen haben wir den dann anschließend da hochgefahren. Ich hab die Maschine angemeldet mit den Daten, die halt eben auch auf dem Lieferschein standen und ja, hab den noch hochgebracht. Haben Sie da irgendwas drin gesehen? Oder irgendwas Unauffälliges? Was Auffälliges. Was Auffälliges drin gewesen? Ist denn irgendwas komisch vorgekommen? Nö. Waren vielleicht dunkel gekleidete Männer da und haben daran rumgefummelt oder sowas? Wie gesagt, die Maschine stand hier und wir haben es nicht reingeschaut. Irgendwas drin gelegen oder sowas? Ja, doch, da war ein Zettel. Was stand da auf dem Zettel? So ein Umschlag, oder? Da war ein Zettel drin. Wir haben es den gelesen. Ja, da stand drauf dein Anteil. Und da waren halt eben sonst nichts. Und was stand vorne auf dem Zettel? Stand dein Name vom Rosenberg drauf? Wenn ich mich jetzt richtig... Ja, doch, ja, klar. Au weh. Aber den habe ich halt drin gelassen. Ich habe das also, alles notiert, Herr Wartinger. Also der war auf der rechten Seite neben dem Sitz. Der lag so ein bisschen versteckt, sage ich mal sogar. Okay, also fassen wir kurz zusammen. Wir haben da Beweis, dass eine Überweisung getätigt wurde an Sie. Das Teil ist bestellt worden, steht da drin ist ein Zettel. Dein Anteil adressiert an den Herrn Rosenberg und Sie haben den Drescher zum Herrn Rosenberg gebracht. Da stand noch was bei. Warte mal. Ich konnte diese Schrift nicht so gut. Mein Freund stand da noch hinter. Dein Anteil, mein Freund? Ja, richtig. Oha. Und jetzt wissen Sie was, Herr Kolmleiten? Was denn? Der hat letztes Mal zu mir gesagt, dass er für seine Pachtfelder nicht immer was zahlen hat müssen. Auf was? Nee, ehrlich? Aha. Und der Rosenberg war ja dafür verantwortlich für den Steinbruch, wo die Summe herkam, vom Verkauf. Meinen Sie, der steckt mit dem unter einer Decke? Also bis jetzt sehen die Beweise danach aus, ja. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt vielleicht auch noch irgendwie dazu beiträgt oder so, aber ich habe den Auftrag vom Bürgermeister bekommen, dass ich am Bauhof Maschinen abholen soll, weil der ein bisschen verkleinert werden sollte. Ja, Der soll sich verkleinern, der Bauhof. Und wo geht das Geld für die Maschinen hin? Ja, das geht dann wieder zum Bürgermeister. Aha. Haben Sie da eine Kontonummer? Ist das vielleicht dieselbe Kontonummer, die hier auf dem Zettel liegt? Moment, da muss ich mal eben... Ich guck mal eben hier bei mir im Tablet rein. Da ist die E-Mail. Haben Sie den Zettel nochmal? Ja, gebe ich Ihnen nochmal. Kein Problem, bitte. Ja, danke. Ja, doch, das passt. Das ist gleich IBAN. Dann will der die Maschinen, die von Stadtgeldern gekauft sind, verkaufen und einstecken. Und dann wahrscheinlich nochmal einen Anteil an den Rosenberg. Ich habe mich schon gewundert, dass das nicht das Stadtkonto war, aber ich dachte mir halt nichts dabei, weil es halt unser Bürgermeister. War der Rosenberg oben, wo sie das Ding hingeliefert haben? Ja, der war oben. Was hat er gesagt? Wir sollen nicht immer den Müll da oben abliefern. Dann hat er das Gerät gesehen und hat Danke gesagt. Mehr nicht? Also hat er sich nicht gefragt, warum das Gerät da steht? Er hat sich gefragt, wer das bestellt hat, weil er sagt wohl, er hätte das nicht bestellt, aber... Er hat nicht halt gesagt, dass es wieder zurückgeben soll. Nö. Boah, der steckt mit dem unter einer Decke. War er vorher in den
Hat er sich einmal in den Glas reingesetzt, in den Drescher? Wo wir noch oben waren, nicht. Also ich bin auch ziemlich schnell wieder weggefahren, weil ich halt eben hier unten einen Kunden sitzen hatte, den Herrn Bergmann. Der hatte auf mich gewartet, deswegen war ich auch recht schnell wieder weg. Ja. Ob er sich jetzt in den Drescher direkt reingesetzt hat, das habe ich nicht mehr gesehen. Okay. Okay. Dann danke Ihnen. Aber wie gesagt, stillschweigend bewahren, gell? Aber natürlich. Über sämtliche Informationen, wenn da was rauskommt, dann kriegst du von mir Anzeige, Herr Fiedler. Ich halt die Klappe. Ich weiß gar nicht, wovon wir sprechen. Alles klar. Dann sind wir auch wieder weg. Aussage notiert? Alles notiert. Perfekt. Ich wünsche Ihnen was. Hier im Moment einmal den Zettel nochmal wieder zurück. Ja, danke schön. Bitte schön. Alles klar, Herr Fiedler. Schönen Tag noch. Ja, danke. Vielen Dank für Ihre Kooperation und Ihre Hilfe. Sie sind ein. Ja, immer wieder gerne. Wenn irgendwas ist, einfach melden. Na, ein Vorzeigebürger. Ja, das habe ich gesucht, das Wort. Dankeschön. Oh, die Geschichte wird aber immer fixer, du. Ja, steigen wir mal schnell ins Auto. Deine, hier, nicht, dass die Stadt hat Ohren. Es ist ja wie so ein billiger Krimi. Das ist ja wie in so einem billigen Krimi hier. Also jetzt fassen wir nochmal zusammen. Wir haben die Summe gehabt, weil der Rosenberg, der war ja auch damals im Laden gestanden bei ihr, ne? Wo wir darüber geredet haben. Stimmt. Und ja. Hat das schön gelauscht und hat es mir dann auch gesagt. Ach, und hat dann so, ja. Der hat zugegeben. Dass er gelauscht hat und hat dann so, ja, und es ist auch total komisch, weil er hat auch keine Pacht zahlen müssen und so. Also ablenkend von sich. Ja. Und dann haben wir da eine Summe, wo er der Verantwortliche ist für den Bauhof, für da oben und für den Bauhof ist er auch mit drin. Und dann geht die Summe auf das Konto vom Bürgermeister, da würden wir der Drescher kauft, er ist ja eh noch nicht so liquide, sagen wir mal, ja. Hat er letztes Mal auch zu mir gesagt, dass er Geldprobleme hat. Okay. Und jetzt kriegt er einen nagelneuen Drescher mit einem Zettel drin, wo steht dein Anteil, mein Freund. Da ist definitiv was im Busch. Wir sollten hochfahren und ihn direkt festnehmen. Das machen wir. Weil wenn irgendwas rauskommt, wird er sich eine schöne Story ausdenken. Wir machen das jetzt anders. Wir fahren jetzt rauf und jetzt sagen wir einfach, er kommt einmal zur Befragung mit. Wir sagen aber noch nicht, was los ist, okay? Genau. Und was ist, wenn er fragt, was los ist? Was sagen wir? Weil wenn wir nichts sagen... Ja, wir sagen einfach, es geht um die Ermittlungen gegen den Bürgermeister, weil er weiß ja schon darüber Bescheid. Ah, okay. Dass wir da nochmal Fragen haben wegen der Pacht und sowas. Ansonsten hätte ich nämlich als Ausrede genommen, was auch sehr gut passen würde, ist, er hat doch da seinen Simson-Club da, oder? Oder fährt er wohl mit der Simson rum? Wir sagen einfach, wir haben von den Bürgern Beschwerden bekommen, dass das Ding viel zu laut und viel zu schnell ist. Und deswegen wollen wir ihn mitnehmen zur Befragung. Ja, aber dann müsste man die Simson auch mitnehmen. Ah, verdammt. Dann ein bisschen Aufwand. Nein, ich würde einfach sagen, so wegen der Pacht oder so. Ja, dann machen wir das wegen der Pacht. Dass wir da ein paar Fragen haben dazu. Ja. Dann nageln wir ihn fest am Schreibtisch. Ja, dann können wir ihn richtig auseinandernehmen da. Stone-Ding wird das. Den werden wir so fertig machen, Herr Kolmleiten. Das sage ich Ihnen, Herr Wartlinger. Sollen wir gleich böser Kopf, guter Kopf spielen? Können wir machen, ja. wer soll der Böse sein? Ich glaube, Sie sind besser dazu. Ach so, okay. Dann sind Sie der Gute, ich der Böse. Ja. Der wird so an die Wand gefahren, dass seine Mutter sich damals in der Nacht seiner Erzeugung wünscht, den Schlipper nicht ausgezogen zu haben. So ein Ding wird das. Das hört sich gut an, Herr Wandling. Ganz genau. Verdammte Scheiße. Nicht in meiner Stadt. Eigentlich Korruption, Scheiße da. Das ist aber Korruption im höchsten Maße. Das ist ja... Ja, vor allen Dingen, weil er ist ja auch damals so rein und da war er immer bei ihm und so. Den hat er bestimmt damals hergeholt für den Kuh, das sag ich dir. Damit der auch schön Fahrzeuge bestellt und so, alles auf Stadtkosten, weißt? Ja. Der war auch damals so beleidigt, wo man oben am Steinbruch war, wo der Investor kam, gell? Ja. Da war er damals so enttäuscht, weil der Investor gesagt hat, dass er nichts mehr damit zu tun hat. Ach so. Wahrscheinlich war vielleicht der Deal, dass er da doch was mit zu tun haben sollte, deswegen war er so enttäuscht. Das könnte sein. Hm. Warum fährt uns die Feuerwehr hinterher? Weiß ich nicht. Sollen wir ein taktisches Anhaltemanöver machen? Aue, ja. Toll, haben sie nur eine Seite abgesperrt, die Idioten. Ja, das ist ja wieder super, ey.
Jetzt habe ich wieder einen Ohrwurm von der scheiß Hupe vom Bergmann. Ja, ne? Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht gleich wieder auf dem Dach liegen, da. Mit dem scheiß Auto. Das würde jetzt scheiße rüberkommen, wenn das passiert von seinen Augen. Ja, das macht keinen guten Einblick, gell? Eindruck. Einblick? Sagt man nicht so, gell? Eindruck. Reindrücken? Was? Nein, wir drücken den nichts rein. Wir machen doch keine perverse Scheiße hier. Na, wo ist der scheiß Drescher jetzt? Jetzt fährt's hinten her, wie vorhin da. Wir brauchen eine Waffe. Nein, brauchen wir nicht. Nein, alles gut. Da steht der Drescher. Da, ja. Da. Der rennt schon weg. So, wir schauen jetzt erst in das Auto rein. Sie kommen und schon fährt das blau-weiß auf den Hof. Ey, ganz ehrlich. Keine Ahnung, die verfolgen mich. Das kann da nicht wahr sein. So, pass es auf, wir nehmen die auf jeden Fall die äußere Reihe, 7-5er. Ja, sind die fertig? Die müssten fertig sein, ja. Jo. Und finden Sie was, Herr Wartlinger? Da hab ich ihn. Schauen Sie drauf. Oh, Tatsache. Vorne Rosenberg, jetzt schauen Sie mal den Zettel rein. Dein Anteil, mein Freund. Ja. Unterzeichnet Albert von Breitenstein. Oh. Der hängt mit drin, der Zipfel. Aber richtig drin. Der ist da richtig tief mit drin. Jetzt gehen wir rüber, komm, den holen wir uns. Ja. Ja, nee, aber wenn ich es mähe, meine ich, ich lasse das mit dem Unkrautvernichter und wenn ich es mähe, geht es damit weg? Wenn du es mähst, dann geht das weg. Ja, dann warte ich bis. Hallo, Herr Rosenberg. Hallo, Herr Rosenberg. Oh, ich komme hier zu nichts. Also ganz ehrlich. Nee, gut, da weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Das ist Michael. Ja. Vielen Dank. Guck mal, hier sind deine Silagebeine. Die werden jetzt gerade verladen. Ah, sehr schön. Perfekt, ne? Jo. Alles klar. Dann danke dir trotzdem fürs Vorbeikommen. Kein Problem, immer gerne. Ciao. So. Kommen Sie mal mit, Herr Rosenberg. Darf ich einmal kurz dazwischen? Wie gesagt, Herr Bergmann, ganz schnell. Nee, geht ja, jetzt aber hier dann, nicht. Kommen Sie mit, Herr Rosenberg. Schnell. Ja, ich komme. Was? Ja? Herr Rosenberg, ich will nur sagen, heute Abend ist Modul 2 Übung von der Feuerwehr. Wollte ich Ihnen nur sagen. Heute Abend ist Modul 2 Übung? Genau. Oh, perfekt, super. Ich danke Ihnen vielmals. Da bin ich natürlich da. So, Herr Alos, Sie dürfen weitermachen. Jawohl. Rosenberg, mitkommen. Jetzt findest du mal eine neue Brücke hier. Gucken Sie mal. Hops. Hält sogar drei Personen. Wo haben Sie denn das Geld her für die Brücke? Die Brücke hat der Bauhof zusammengeknifft. Das ist altes Bauholz, wo wir das zusammengekniftet haben. Okay. Muss ich mich für ihn rechtfertigen, wo ich das Geld hernehme? Ja, ich frage mich, wo haben Sie den Drescher her? Vielleicht sehen Sie auch, dass hier hart gearbeitet wird. Wo haben Sie den Drescher her? Herr Rosenberg? Sind Sie schon der 50. der mich drauf anspricht, ja. Wie lange sind Sie jetzt hier in der Stadt? Och, lass es jetzt mal. Wie lange werde ich in der Stadt sein? Lass es mal 2 Monate sein oder so. 2 Monate? 2 Monate? 2-3 Monate? Okay. Haben wir ganz schön viel geschafft in den 3 Monaten hier mit dem Hof und so. Ich kann nicht Ihnen was empfehlen, Herr Kommleiden. Nennt sich Arbeiten. Ach so. Meinen Sie, das ist lustig hier? Nein, Rosenberg. Och nein, ich wüsste doch nicht, sind was ist zum denn Spaß schon wieder? Hier, oder was? Ja, weiß ich doch nicht, warum Sie hier sind. Ich habe Sie nicht eingeladen. Sie steigen jetzt ein. Sie fahren jetzt mit. Hä, warum? Ich habe hier zu tun. Zur Befragung. Nix. Sie steigen jetzt ein oder ich nehme Sie zwangsmäßig mit. Was denn für eine Befragung? Ich habe hier... Gucken Sie mal, was wir hier für Arbeit liegt. Wir haben eine Befragung, Herr Rosenberg. Einsteigen oder es tut weh. Ich hol schon mal den Taser. Na, hallo, den werden wir nicht brauchen. Ja, darf ich schon mitkommen. Nein, jetzt. Rein jetzt. Nie darf ich den Taser benutzen. Ja, darf ich wenigstens meinem Mitarbeiter noch kurz sagen, dass ich... Rein jetzt. Ich muss ja meinem Mitarbeiter Bescheid Rosenberg, sagen. Rosenberg, Sie steigen jetzt ein. Ich komme freiwillig mit. Ist doch alles in Ordnung. Aber ich muss da wenigstens hier... Der steht neben mir. Jetzt ist hier Schluss mit der Diskussion. Los. Oh. So ein Ding ist das. Steigen Sie ein, ich mache Ihnen die Tür zu. So, sitzt Miss Daisy angenehm? Du schreinst mich so an? Ich weiß es selber nicht, es tut mir leid. Herr Kolmleiten, guter, böse
guter und böser guter Kopf böse, ist. Also, bester Kopf. Da gibt es eigentlich eine Aufteilung, ne? Ja, also sind nicht beide böse. Ich weiß, ich hab's gerade gemerkt. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Ja, Sie werden gleich noch mehr verwirrt sein, Herr Rosenberg. Ja, jetzt schreien Sie schon wieder, warum sind Sie so aggressiv? Was ist ein 1 plus 1, hä? Oh. Das ist wohl die falsche Antwort, sehen Sie mal. Oh Jungs, ich hab mal meinen Schutzanzug angezogen, das ist ein bisschen derbe, das Ding. Boah, Digga. Ich konnte 3 Tage nicht. Das ist absolut widerlich. Ich hab mal das Fenster aufgemacht. Wollt ihr auch eine Maske? Absolut widerlich, nein. Boah, Kacke, das riecht, als wenn da ein Tier in dir gut verwiest. Richtig, guter Mittel, Herr Kolmlein. Das mit der Kacke, meine ich. Haben Sie gerade in mein Auto reingeschissen? Nein, nur meine Hose. Jetzt ganz kurz. War natürlich ein Spaß. Können Sie mir mal ganz kurz erklären, was dieser Käse hier soll? Ja, wir haben ein paar Fragen bezüglich Ihrer Pacht. Ja, meine Pacht? Ja, da hätte ich selber Sie brauchen noch ein paar jetzt Fragen. Noch gar nichts sagen, ja? Also. Wir machen das in der Dienststelle. Was, ja. Ich muss mit zur Dienststelle? Ja, was glauben Sie sonst, wo eine Befragung durchführen? Im Stripclub oder was? Ich fühle mich wie ein Schwerverbrecher hier gerade. Was soll ja, das? Ganz genau. Vor allen Dingen, gucken Sie mal, ich habe da oben die Bude voll. Der Lohnunternehmer ist da, der Landhandel ist da. So wie Sie gerade gefunden haben, ist mir klar, dass Ihre Bude da oben voll ist. Ja, unten voll, wenn dann. Aber mein Mitarbeiter ist da und Sie machen hier den übelsten Hermann und führen mich hier halb ab. Und schreiben mich auch noch zusammen. Hermann machen wir schon gleich mal gar nicht, gell? Mein Name ist Alois und nicht Hermann, ja? Aber Alois, warum schreit ihr da mich so an? Und Wartlinger gleich mit für und Sie alles immer noch, ja? Wie denn jetzt, Alois oder Wartlinger? Ja, Wartlinger. Gerade was nach Alois? Ja. Also Herr Wartlinger. Ja. Gut, ich wollte, wie soll ich denn die Eier verkaufen? Ich komme dazu. Ja, mit den Eiern wird schon. Die wir werden gleich mal sehen, ob sie die Eier haben. Ja? Die Hühner werden weiterlegen, auch warum wenn sie nicht da sind. Was ist das Sparring, Alois? Sie wollen sich jetzt gerade mit mir anlegen. Das können wir jetzt gleich klären. Das können wir jetzt gleich klären. Herr Wartlinger, ich möchte mich nicht mit Ihnen anlegen. Das wissen Sie. Das habe ich Ihnen schon 100 Mal gesagt. Ja, aber ist es. Aber Sie sind manchmal, sind Sie... Ja. Was ist, wenn wir mit ihm mal kurz in den Wald fahren und ihn einfach 2-3 Mal tasern? Man muss sich dann wieder die Rehe fangen, so wie letztes für euch. Ja, da hätten Sie nicht mal was für die Allgemeinheit getan, ja. Wo ich kam und habe euch geholfen. Jawohl, kommen Sie jetzt auf die Schiene, oder was? Ja, Entschuldigung, es war halt so. Ja, ja. Herr Wartlinger, Sie sind manchmal ein ganz witziger Typ. Und dann denkt man so, hey, jetzt ist man sich ein bisschen näher gekommen. Und dann macht man selber einen Spaß und dann sind sie wieder todernst. Ja, merken Sie was. Ich verstehe Sie nicht. Haben Sie die gespaltene Persönlichkeit? Nein, habe ich nicht. Wie kommen Sie denn jetzt darauf? Weiß ich nicht. Man könnte es denken, dass Sie das haben nur ganz komische Leute haben sowas. Ich bin kein komischer Mann. Ja, gut. Ja, jetzt fällt Ihnen ja nichts mehr ein, gell? Also fahren wir jetzt zur Dienststelle, ja? Ja, wir sind gerade da, wie Sie sehen. Stecken wir ihn in eine Zelle, oder? Ja, jetzt erst einmal Vernehmungstrakt. Ja, aber wir müssen das ja auch noch ein bisschen vorbereiten da, ne? Ach so, stimmt. Den stecken wir jetzt erst einmal in die Zelle rein. Da. Und wir brauchen auch noch das Stromgerät, müssen wir auch noch fertig machen. Stimmt, ja. Soll ich noch schnell den Lappen und das Öl holen? War ein Witz, Digga. Na, haben Sie den Wassereimer? Ja. Oh, raus mit Ihnen. Wo haben denn Sie den Anzug jetzt her? Soll ich aussteigen? Ja, bitte. Ja! Gott, das Auto lassen wir erst einmal. Na, lassen Sie das Auto offen. Da stinkt es ja wie noch was da drin. Was sag ich dir? Ja, mitkommen. Und ziehen Sie sich aus. Was soll denn das? Ich hab da gesagt, es war ein bisschen derber gerochen. Weg damit jetzt, mit dem Outfit. Okay. Gut, meine lieben Freunde. Damit sind wir aber auch am Ende unserer Folge angekommen. Was war das? David Copperfield? Aber wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zu den nächsten Folgen vorbei. Wenn ihr wissen wollt, was der Rosenberg ausgefressen hat und was wir hier gegen ihn ermittelt haben, dann schaltet wieder ein und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Sagen die anderen auch noch Tschüss hier, oder? Tschüss. 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 Tschüss.